heutzutage. Ist zum Beispiel, ist die Bundesregierung das Böse? Ist natürlich Blödsinn. Nicht. Das Böse müssen wir uns als was Großes vorstellen. Nicht? Dann kann es die Bundesregierung schon mal nicht sein. Ja? Das würden wir dem Bösen nicht gerecht. Ja, diese armselige, dieses Duo Infernal Merkel, der halbtote Westerwelle dazu, das ist nicht das Böse, das ist das Mitesser des Bösen, könnte man vielleicht sagen. Mitesser des Bösen. Mehr nicht. Das, oder? Ja, aber ich gibt's sie. Lächerlich. Mehr ist das doch nicht. Oder Dings könnte man auch sagen, Furunkel am Gesäß des Bösen. Das ging auch. Nicht. Ja, Furunkel, wenn der weg ist, das Gesäß ist noch da. Nicht, so ist das ja hier mit einem Furunkel, Westerwelle, klassischer Furunkel. Ja. Wenn so ein Furunkel reif ist und Westerwelle ist reif. Ja. Wenn der reif ist, der platzt oder wird weggewischt, das Gelbe kommt weg. Ja. Ekelerregend. Nicht? Aber nebendran die schwarz-gelben Köpfchen der nächsten Mitesser, der Brüderles, Niebeles, Lindeles, wächst doch alles nach. Ist doch ekelerregend. Nicht? Da muss man gar nicht erwähnen. Man sollte sich gar nicht, ich habe doch einen Zettel noch. Ja, ich habe noch einen Zettel für mich. Den wollte ich nur hier hinlegen. Da steht extra groß auf, halte dich nicht zu lange mit dem Gesindel auf. Das wollte ich, verstehen Sie? Das wird bitte, das wird die, ja, ich verstehe Sie. Aber die hatte nicht die Stimme gesenkt. Ja. Eben nur, dass wir uns mit dem Wesentlichen beschäftigen. Also jetzt bleiben wir mal beim Bösen. Jetzt, oder sagen wir mal so, was ist der Kern des Bösen? Was gibt ihm die, also was ist die Kernkraft des Bösen? Na, die Habgier. Gier und Habgier. Was glauben Sie denn? Weshalb seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden in allen Weltreligionen und Kulturen, dass die Gier und die Habgier geächtet und gejagt werden. Immer wieder aufs Neue, weil sie versuchen, Besitz zu ergreifen. Und heute, was heißt heute? Heute sitzen sie am Tisch der Regierenden, die Habgier. Was auch kein richtiges Bild ist. Die sitzen nicht am Tisch, ist ja Quatsch. Wenn sie hier, wie lange ist das her, 2, 3 Wochen, wie die Merkel erzählt hat, wir dürfen die Märkte jetzt nicht beunruhigen. Den Satz müssen Sie sich 2, 3 Mal sagen und dann hinterher sich die Frage stellen, wer regiert hier eigentlich? Ja, dann haben Sie die Antwort, die regiert gar nicht. Die Habgier regiert und die Merkel darf mit am Tisch sitzen. Früher war das anders. Also Habgier gibt es schon immer, aber so war es noch nie. Ich würde gerne dazu beitragen, dass die Geldverleiher wieder zu dem Ansehen gelangen würden, das sie im Mittelalter hatten, als die Ackermänner und Nonnenmacher noch den Dienstboteneingang nehmen mussten, um das Haus der Herrschenden zu betreten. Am Tisch sitzen dürfen sie nämlich erst, seit sie den Herrschenden im Mittelalter die Wahlkämpfe bezahlt haben und dafür das Monopol auf die Silbertaler-Herstellung gekriegt haben. Seitdem dürften sie sich so aufpusten. Aber es gab schon damals Regierungen, die sich dem widersetzt haben. Das erzählt uns ja keiner, nicht wahr? Spekulationsblasen gibt es auch schon seit Hunderten von Jahren. Da habe ich was für Sie, passen Sie auf. Sie kennen doch diese Tulpenzwiebel-Geschichte, nicht wahr? Diese Tulpenzwiebel-Spekulationsblase, die damals geplatzt ist. So, jetzt fangen Sie auf. Hier. Ah, ja, Thomas von Aquin. Weiß nicht, was da mit sich ist. Man kann sich ja wohl mal vertun, ja? Armseliger Humor. Wo habe ich es denn? Irgendwo habe ich es doch. Da, hier. Also, passen Sie auf. Im Jahre 1637 ist die Spekulationsblase mit Tulpenzwiebeln geplatzt, das wissen Sie wahrscheinlich noch. So, damals passierte das, was immer passiert, wenn eine Spekulationsblase platzt. Die sind alle, die Spekulanten, die Gläubiger, die Banker, sind alle zur niederländischen Regierung gerannt und haben gesagt, wir brauchen jetzt Staatsgeld, sonst ist das Land pleite und zerfällt. Daraufhin hat sich damals die niederländische Regierung zur Beratung zurückgezogen und hat nach 2 Tagen folgende Regierungserklärung vorlesen lassen. Ich zitiere. Die Tulpenzwiebelspekulationen sind in einer Art Fieber zustande gekommen, also im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit. Bei Spielsucht ist aber nicht der Staat zuständig, sondern der Arzt. Aber das nenne ich mir mal eine Regierungserklärung. Das sehen Sie. Sowas würde ich heute auch gerne mal hören.